So Leute, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gerade was wirklich Erschreckendes gesehen. Eigentlich wollte ich nur kurz CDE spielen, um da so ein paar weihnachtliche Sachen abzuscreenshotten, weil da ist gerade so ein bisschen Weihnachtsstyle, um so ein bisschen weihnachtliche Stimmung auf Facebook und Twitter zu verbreiten. Wenn ihr mir da folgt, habt ihr das schon gesehen. Ansonsten solltet ihr mir übrigens auch wirklich unbedingt bei Facebook und Twitter folgen, weil ich da immer wieder richtig geile Clips hochlade, Battlefield-Clips, die einfach so alleine nicht auf YouTube passen, aber manchmal wirklich richtig ziemlich nice sind. Auf jeden Fall, wir kommen zum Thema. Bei der CTE hüpft ja immer dieses rote Dings darum, wo gerade drin steht, was ja gerade getestet wird, was verändert wurde und so weiter. Und da habe ich gelesen, da steht drin, Skill-Based Team Balancer, Leute. Skill-Based Team Balancer. Erstmal, wer ist auf diese wirklich nicht glorreiche Idee gekommen? Wie kann diese Idee einfach nur in irgendeinem Kopf existieren? Das geht in meinen Kopf nicht rein, wie diese Idee in irgendeinem Kopf existieren kann. Das ist so eine Sache, das tut einem Spiel wie Battlefield. Es gibt sozusagen den Gnadenstoß, ja? Das wird's wirklich verkacken, meiner Meinung nach. Erstmal, es ist CTE und es ist eine Idee, sage ich mal, und es wird getestet und ob es denn wirklich ins finale Spiel kommt, das steht noch im Raum, aber wenn es ins finale Spiel kommt, es darf nicht ins finale Spiel kommen und warum, das werde ich euch jetzt erzählen, erklären, wie auch immer. Erstmal Skill-Based, ja, Skill, das ist ja auch so ein Ding im Battlelog, dieser Skill in den Statistiken und der ist einfach nicht berechenbar, sage ich mal, also schon berechenbar, aber nach dem kann man nicht gehen. Das ist nicht wie eine KD, dass die irgendwo steht und dann sich steigert oder absinkt. Nein, dieser Skill ist, nehmen wir einfach mal an, ich habe einen Skill von 400 und dann fliege ich einmal Heli. Dann habe ich einen Skill von über 1000. Gut, habe ich einen Skill von über 1000, spiele ich einmal wieder Inf oder Verpanzer oder was auch immer, dann habe ich wieder einen Skill von 400 oder 500. Dieser Skill, der springt einfach rum wie sonst was, je nachdem, was man macht. In Battlefield 3 war das, glaube ich, ähnlich. Da war es auch so, dass wenn ich Heli geflogen bin, gegunnert habe, dann ist mein Skill immer nach oben geschossen und wenn ich wieder normal Inf gespielt habe, ist er wieder abgesunken, weil das ist einfach so eine Sache. Ich weiß nicht, wie die berechnet wird, es ist auf jeden Fall nicht schlau, danach irgendwas zu richten, weil wie gesagt, ich fliege einmal Heli, habe einfach dreifach so viel Skill wie vorher und es soll jetzt hier auch nicht pushen oder so, es ist einfach so, dass wenn man bestimmte Dinge tut, dass dieser Skill einfach mega ansteigt oder mega absteigt. Und das ist schon der wichtigste Grund, warum man nach diesem Skill nicht gehen kann, wenn wirklich dieser Skill damit gemeint ist, das weiß ich nicht, aber ich denke mal irgendwie schon, das darf auf keinen Fall sein. Und warum dieses Skill-Based Team Balancer Plugin oder was auch immer einfach die dümmste Idee, sage ich mal, einfach ist, die man je bei Battlefield 4 oder Battlefield allgemein haben könnte. Battlefield 4, Battlefield allgemein ist ein Teamspiel und schon allein diese ganzen Server-Plugins, auch dieses Auto-Balancer-Plugin, verhindert dieses Teamspiel. Da habe ich letztens sogar erst ein Video drüber gemacht, falls ihr es nicht gesehen habt, guckt euch das unbedingt an. Top 5 Server-Plugins, die abfacken oder so hieß es. Schon allein dieser Auto-Balancer, ja, er ist sinnvoll und so weiter, es steckt eine sinnvolle Idee dahinter, aber wenn ich jetzt mit, sage ich einfach mal, Kevin zusammenspielen möchte oder mit Jimpanzo oder wem auch immer, dann ist es manchmal echt eine Qual, ins selbe Team zu kommen und dann kann man das Team nicht wechseln, dann geht man vom Server runter und hofft, dass man ins richtige Team nennen kann. Und so ist das zu zweit, ja? Zu zweit. Zu dritt ist es nochmal eine Stufe schwieriger, ins selbe Team zu kommen. Zu viert sowieso. Und ich weiß nicht, was Clans machen, die keinen eigenen Server haben, die da irgendwie zu fünft oder sechs spielen wollen, im selben Team. Das ist fast unmöglich bei Battlefield. Und wenn dazu dann auch noch standardgemäß ein Plugin oder Tool oder wie auch immer dazukommt, ein Skill-Based Team Balancer Plugin, was komplett verhindert, also wirklich verhindert, dass ich mit meinem Kollegen ins selbe Team komme, mit dem ich zusammenspielen möchte, weil ich werde ja je nachdem mit meinem Skill in ein Team geworfen, wo ich besser reinpasse. Und das heißt auch, dass ich nicht ins, also wirklich auf keinen Fall ins andere Team kann, nicht so wie beim Auto-Balancer, wo man runtergehen kann, dann wartet, bis in dem einen Team ein Platz frei ist und dann in der Sekunde rübergeht, wenn das klappt. Das dauert manchmal wirklich auch Ewigkeiten, bis das klappt. Aber so wird ja komplett verhindert, dass ich zu meinem Kollegen, Clanmate, wie auch immer, ins andere Team kann. Es ist jetzt schon sehr oft sehr, sehr schwer, mit anderen Leuten zusammenzuspielen und das Plugin oder was auch immer das denn sein soll, würde dem Ganzen den Todesstoß geben. Ich finde es so schade, dass es bei Battlelog oder bei Battlefield allgemein nicht die Möglichkeit gibt, dass man sich im Battlelog einfach in einer Gruppe zusammenfindet, zu zweit, zu dritt, zu viert, wie auch immer, und dann mit dieser Gruppe auf einen Server joint. Von mir aus dauert es denn ein bisschen länger, aber dass man auf jeden Fall denn mit seinen vier Leuten oder wie vielen auch immer in ein Team kommt und da dann auch
kein Server-Plugin was dran regeln kann. Dass es sowas nicht gibt. Sowas würde das Teamplay und den Spaß wieder mega fördern, weil wie abfuckend ist das denn, wenn man irgendwie zu dritt irgendwo spielt oder zu viert und dann nach der Hälfte der Runde wird einfach einer rüber gebalanced. Warum auch immer, weil der Admin da ins Winning-Team will oder... Das ist doch mega scheiße, dann ist man nur noch zu dritt und der andere ist alleine drüben im Fuck-Team oder im anderen Team halt einfach. Sowas sollte es nicht geben und es sollte genau das Gegenteil geben, aber es kommt jetzt einfach der Todesstoß dazu, der das Ganze begräbt, das mit Leuten zusammenspielen. Klar, es wird auch oft klappen und so weiter und es wird nicht immer so sein, aber ich weiß, dass es sehr, sehr oft so sein wird und das Blöde ist, dass dann auch nichts dran geändert werden kann. Das Ziel hinter dieser ganzen Sache ist wahrscheinlich ganz logisch, dass nicht die ganzen guten Spieler in einem Team sind und die ganz schlechten Spieler in dem anderen Team sind und dann die guten Spieler im schlechten Team auch noch in das bessere Team rübergehen. Erstmal wird das durch diesen Skillfaktor größtenteils nicht verhindert und zweitens ist das meiner Meinung nach keine gute Idee. Ich habe immer gesagt und ich sage ich auch immer noch, wenn man nicht gegen bessere Spieler spielt, wird man selber nicht besser. Das ist so, das habe ich damals vor allem immer gemerkt, immer wenn man sich gegen wirklich gute Spieler durchgesetzt hat und dagegen angekämpft hat, dann hat man gemerkt, man ist selber viel, viel besser geworden. Und wenn man immer nur gegen Noobs oder gleichwertige Spieler spielt, dann wird man im schlimmsten Fall einfach schlechter, weil man nicht mehr diese Herausforderung gewohnt ist. Wie gesagt, das würde damit nicht verhindert werden, aber das ist doch das Ziel dahinter, sowas zu verhindern. Es ist doch alles wunderbar, so wie es ist. Es ist doch meistens ausgeglichen. Und auch wenn man das nach der KD machen würde, da würde es noch besser funktionieren. Klar, würden auch wie jeder Seite des Teams die KD zusammenberechnet werden, dass es denn da passt irgendwie. Aber das ist doch dämlich. Es würde zwar besser funktionieren, aber es ist doch dämlich. Das will man doch nicht. Wenn man damit mal ein bisschen drüber nachdenkt, wie gesagt, es geht ja nicht um, dass man dann keine Noobs mehr bashen kann. Es wird auch trotzdem gehen. Zur Not boostet man sich einen Minus-Skill wie bei CODAW, ja? Zur Not machen das die Leute, ja? Einfach den Minus-Skill boosten, die ganze Zeit auf dem leeren Server zu viert rumgammeln, dass der Skill einfach down geht und dann werden feierlich Noobs geklatscht, weil es ja nach dem Skill geht. Das ist das Schlimmste, was passieren könnte. Schreibt unbedingt mal eure Meinung dazu in die Kommentare, das würde mich wirklich interessieren und das sage ich nicht nur so, das würde mich wirklich interessieren, also könnt ihr da ruhig die Romane raushauen. Falls euch das Ganze gefallen hat, beziehungsweise wem gefällt das, haut einfach ein Däumchen raushauen, Leute, einfach ein Däumchen raushauen. Wir sehen uns morgen wieder im nächsten Video, ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Bis zum nächsten Video, Leute, bis dann und tschüss!